Hallo DWZ-Fans, ich habe mich auf eine Cola getroffen, Backstage mit Mola Adebisi. Prost! Mola und Cola, reimt sich wenigstens, ne? Sehr gut, ja. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für dich, die hast du jetzt schon gesehen, aber für alle anderen... Da! Ich habe ein Viva-Mikro mitgebracht. Und weißt du was? Heute auf den Tag hat Viva Geburtstag. Es war genau vor 25 Jahren, am 1. Dezember, wo wir auf Sendung gegangen sind. Und da hast du damals gesagt, du bist der einzig wahre oder der einzig echte Mola. Der einzig wahre Mola. Gab es denn jemals schon mal einen Fake-Mola? Ich glaube, es gibt sehr viele Fake-Molas. Das gleiche Problem hat Louis Vuitton natürlich auch und Burberry. Ist ja so bei Markenprodukten, dass die häufig dann nachgebaut werden. In der Türkei sagen die auch, ey, brauchst du eine Mola? Ist aber gleiche Qualität. Ja. Aber das Original ist heute in Hameln. Schön, dass du da bist. Hast du in der Rattenfängerstadt schon irgendwas gesehen, was dir gefallen hat? Noch nicht. Also leider sind wir relativ spät. Es war gar nicht spät, es war schon dunkel. Und, aber morgen gehen wir auf den Weihnachtsmarkt in Ruhe, schauen uns das alles an. Und ich habe jetzt gehört, es gibt auch so eine Stadtführung, aber ich glaube, das werden wir morgen nicht hinkriegen. Und so eine, über die Weser mit so einem Bötchen. Ne? Also wenn das geht, wir gucken mal, was wir so machen können. Wir sind morgen Touri-mäßig unterwegs. Ja. Also wenn ihr Tipps habt. Immer in die Kommentare gerne. Genau. Also du bist heute auf der 90er-Party im Lalü. Die 90er, die sind ja wieder back wie sonst was, oder? Also jeder feiert wieder die 90er, oder hast du ein anderes Gefühl? Ja, ich wundere mich auch gerade. Also ich habe ja eigentlich gedacht, ich entfliehe der ganzen Musik und der 90er. Und es war mir ja, zeitlang war das ja peinlich, ne? Also Aqua und so, das war ja uncool. Captain Jack und Coco Jumbo und Co., ne? Aber heute ist Coco Jumbo cool. Heute ist mega cool. Ist ja Kult. Also es war eine Zeit lang, ich habe ja auch mit dem Lazy drüber gesprochen, der sagt ja, Coco Jumbo, er hat den Song ja gehasst. Das ist sein größter Hit geworden, ne? Auch von daher ist das schon witzig, dass diese 90er so Kult sind. Und was ich nicht wusste ist, dass die 90er die kreativste Phase aller Zeiten war. Es gab noch nie mehr Produktionen, ist nie mehr Musik rausgekommen als in den 90ern. Ich habe letztens auch mit einem Kollegen in Online-Redaktion bei uns drüber gerätselt, warum die 90er wieder so beliebt sind. Und da sind wir irgendwie so zum Entschluss gekommen, die 90er waren auch irgendwie eine unbeschwerte Zeit, finde ich zumindest so im Nachhinein. Da hat man noch nicht so viele Probleme gehabt und da erinnert man sich doch gern zurück. Ich glaube, das ist ja, hundertprozentig. Und in den 90ern gab es viel Veränderung. Hm. Überleg mal, wir hatten eine Platte, war weg, kam CD, war weg, dann gab es einen Minidisc, war weg, dann DAT auch weg. Kaum einer wird, glaube ich, DAT noch kennen, also so unbeliebt oder so wenig verkauft. Genau, aber es gab immer wieder, es war so eine innovative Zeit. Yeah. Dann gab es Tell Me, dann gab es Skype, dann gab es Tamagotchi und es waren so viele neue Dinge weg. Es kamen einfach Sachen auf den Markt und es war weg. Ich glaube, und dieser Erfindergeist, auch die Musik, diese Deutsch-Eurodance, das sagt ja heute gar keiner mehr. Spiel mal Dancefloor, gibt es ja gar nicht mehr. Nee, heute ist das Techno einfach, oder? Technopop. Ja, genau, heute ist Technopop. Aber damals war Dancefloor eine Erfindung, die ist dann international gegangen und dann haben wir auf irgendwas Stars wie Snap, die dann international deutsche Produzenten, also das ist ja schon Wahnsinn. Du hast ja auch viele getroffen in der Zeit damals bei Viva. Inzwischen bist du selbst so ein Phänomen der 90er, kann man sagen. Und die Musik, die legst du heute auf. Warum gibt es eigentlich in den 90ern so viele Ohrwürmer? Weil wir haben schon Coco Jumbo haben wir angesprochen, Barbie Girl, Hyper, was gibt's noch? Also Dr. Alban, all diese ganzen Sachen. Warum? Live. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass in den 90ern Musik gemacht worden ist, einfach nur um Party zu machen. Ja, oder? Man hat sich keine Gedanken gemacht über den Text. Ich meine, la la di, la la da. Das war doch einfach egal. Ne? Einfach nur, ey, solange sie die Hände hochnehmen oder Macarena, die haben gesagt, wir machen einen Tanz und einen Song dazu. Und da gab es noch diese Last Ketchup. Ne? Bei Lando gab es auch noch. Bei Lando, da gab es auch keinen Tanz zu. Aber auch diese ganzen Songs, die gehen ja wirklich rein. Und ich glaube, da hat man viel mehr Zeit aufgewendet, um dann halt praktisch so Party-Songs zu machen. Ist es dann heute Abend auch, wenn du als DJ hier heute in Hameln auflegst, ist das dann auch das Motto, einfach Party machen? Ja, also Party machen. Ich möchte, dass Leute schwitzen, ich möchte, dass die Leute tanzen. Sie werden springen. Einige werden sogar vielleicht eine Träne verdrücken, wenn ich Robbie Williams und Angel spiele. Also es ist schon Emotion pur. Wird schon krass. Wenn du jetzt überlegst, so wird vielleicht in 30 Jahren all das, was wir jetzt hier erleben, auch so sein wie die 90er jetzt für uns? Oder ändert sich die Zeit viel zu schnell? Ich glaube, also ein Kult ist ein Kult. Ne? Also das wird Kult bleiben. Die 90er sind so eine, das hat ja so eine Farbe. Ne? Und das wird sich Gelb und Blau. Genau, zum Beispiel. Ne? Viva, 25 Jahre. Aber ich mache jetzt viel mehr Auftritte als vor 2, 3, 4, 5 Jahren. Das heißt, Viva ist viel präsenter in meinem Leben. Die 90er sind viel, viel präsenter. Es ist ja irgendwie eine ganz andere Geschichte mittlerweile. Also ich glaube schon, dass vielleicht wird es in 30 Jahren, werden alle sagen, ey, erinnerst du dich noch an Deutsch-Hip-Hop damals, als dann 500 PS und das kann dann, sind die Dinger vielleicht Kult.
Ja, kann gut sein. Auf jeden Fall gibt es heute Abend hier im Lalü eine Menge 90er-Songs zu hören und auch einen gut gelaunten Mola hinter Mikrofon. Wirst du irgendwie auch was machen, ein bisschen die Leute anfeuern oder wie funktioniert so ein Mola-Auftritt? So ein Mola-Auftritt ist schon ein bisschen Party. Ich singe schon mit, ich tanze mit, ich gehe ins Publikum, also wir werden schon richtig die Hütte abreißen. Ne? Ich habe gerade auch kurz beim Soundcheck gehört, du kannst auch Beatboxen. Beatbox wird auch gemacht, kommt alles reingemixt. Hammer. Vielen Dank, dass du Zeit hattest, hier Backstage für uns mal kurz ein bisschen abzuchillen. Gleich geht's nämlich los. Ja. Und ich wünsche dir einen schönen, erfolgreichen Abend und komm bald wieder. Mach ich gerne. Okay. Macht's gut. Ciao.